Um den Wintermonaten in Monaco und Saint-Tropez zu entfliehen, suchten die Kultblondine und ihr Göttergatte Robert Geis, 59, mehr als 5 Jahre lang nach einem geeigneten Familiendomizil in der Wüstenmetropole am Persischen Golf. In der aktuellen Doppelfolge erhält das streitbare Ehepaar nun endlich die Wohnungsschlüssel. Nach einer ausgiebigen Shoppingtour beginnen fleißige Helfer sogleich damit, die ersten Möbel und Lampen aufzuhängen. Doch Robert ist unzufrieden. Meckernd begutachtet er das chaotische Treiben. Dabei fällt ihm auf, die Gardinen im Schlafzimmer sind nicht lang genug. Die Geissens wollen immer ganz dunkel schlafen, wie Graf Dracula, das muss noch geändert werden, befehligt der Kölner. In der Küche spitzt sich die Lage schließlich zu. Der Grund ist mal wieder Ehefrau Carmen. Weil sie selbst keinen Kaffee trinkt, ist Carmen mit der Bedienung der neuen Kapselmaschine nicht vertraut. Robert ist entsetzt, das ist ja ein Unding. Selbst ist er Millionär und nach nur einem Knopfdruck des Autoliebhabers fließt auch schon das braune Heißgetränk in die Tasse. Das ist doch für Idioten, so sein Fazit. Allzu lange hält der kleine Zoff im Hause Geis aber nicht an. So ist er halt, der Robert, weiß Carmen nach 29 Ehejahren. Bei ihr überwiegt ohnehin die Freude über die großzügigen neuen Gemächer. Ich habe hier Platz für mindestens 400 Paar Schuhe, wenn nicht 800, frohlockt sie am Abend bei einem Glas Wein auf dem Balkon. Der Modemacher hat bereits eine böse Ahnung, was das für ihn bedeutet, Prost. Das wird teuer. Einen Clip des Schuhdialogs teilte Carmen auch auf ihrem Instagram-Kanal und zog damit den Zorn ihrer Community auf sich. In dieser Zeit heute würde ich das Protzen zurückstellen, schrieb eine Nutzerin in die Kommentare. Schade, dass nach wie vor immer nur das Materielle zählt. Ein weiterer Fan schlägt in dieselbe Kerbe, viele Menschen wissen nicht, wie sie den nächsten Tag überleben und dann gibt es welche, die mit ihrem Geld prahlen.